Freunde, was geht ab, Leute? Wir starten den Tag, beziehungsweise das Video, mein Tag startet schon lange, mit einer Fleischpflanzersemmel. Ich habe gleich einen Termin hier bei so einer Gesichtsbehandlung, bisschen so Peeling, Porenreinigung plus Massage, dies, das, bisschen gönnen. Ihr wisst ja, die Woche sind wir uns am Gönnen. Und ja, ich habe da noch ein bisschen Zeit und hatte Hunger. Und da habe ich diese saftige Fleischpflanzer gesehen und die gönnen wir uns jetzt heute. Also die sah echt gut aus, muss ich sagen. Frisch gebraten, nee, habe ich gesehen. Also hier in München, Bayern heißt es Fleischpflanze. Ich weiß, irgendwo anders heißt es Bulette und dann hat es noch ein paar andere Namen. Das ist so wie Krapfen. Mein Gott, es heißt Krapfen, Leute. Es gibt tatsächlich Leute, die nennen Krapfen Pfannkuchen. Alter, die sind so anders lost, Mann. Die sind so lost. Lecker. Leute klauen Blumen. Wobei, doch, kann ich mir schon vorstellen. Boah, das war super saftig, Mann. Oh mein Gott, wie entspannend das war. Wie viel das jetzt gebracht hat, keine Ahnung, aber es hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Das Gesicht ist super smooth, Mann. Super smooth. Ja, war angenehm. Mein Gott, Laura hat gesagt, sie ist krank. Das heißt, weiß ich, je nach Trainingssession, weil Bargisch ist ja asynchron. Ich will durchziehen, aber die anderen machen bereits schlapp, Alter. Was ist da los? Ja, Regen ist leidend. Ich wollte jetzt noch was abchecken. Und zwar war ich ja letztens mit meiner Freundin da essen, bei Max Beef Noodles. Und da hat Kuss geht aus an Chris. Der war von Pokémon Go Zeiten, aber ist jetzt auch in Krypto gut unterwegs und schaut regelmäßig die Videos. Gibt auch ab und zu Tipps. Zu Helium hat er Tipps gegeben, zu Chia. Und ist auch in DeFi und Cake am Start. Grüße gehen raus. Vielleicht sieht man sich mal wieder auf irgendwas Bamberger Haus oder so, können wir mal gehen, da, eure Gegend. Auf jeden Fall meint er bei Max Beef Nudelhaus, soll ich mal den Hinterhof abchecken oder das Hinterzimmer, weil das irgendwie voll krass sein soll. Meine Freundin meinte so, sie hat keinen Plan, was er meint, aber ich begebe mich mal auf die Suche. Das ist der Laden. Hier kann man die manchmal sehen. Was für ein Hintereingang meint der Kerl, Mann? Also hier geht's immer nicht weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das meint, Mann. Ich versuch's mal auf der anderen Seite, aber richtig mysteriös. Ich habe auf der anderen Seite geschaut, da ist Kino und ein anderes Restaurant und dieser russische Laden. Das ist hier so die erste Möglichkeit, wo man durchgehen kann, aber das ist schon zu weit, also. Ich weiß nicht, was der Chris meint. Chris, was meinst du, Digga? Also das Einzige, das habe ich jetzt nochmal beim Vorbeigehen gesehen, das Einzige, was er meinen könnte, ist im Shop die Treppen hoch, aber ob das so ein öffentlicher Raum ist, also ob man da einfach hochgehen kann oder ob das halt von denen ist, muss ich das nächste Mal, wenn ich dort esse, abchecken. Vielleicht ist da oben dann Toilette und dann dieser magische geheime Raum, von dem Chris erzählt. Also das sieht aus wie das DeFi-Logo. DeFi-Chain. Das ist wie diese Koreanerin, die letztens dieses junge Mädchen angesprochen hat. Ja, sehr gut. Wo wir uns gefragt hatten, ob wir sie retten sollen. Also ich kann sie nicht jeden Tag... Every time, every day stoppen. Und diesmal hat sie eine angequatscht, die ist schon etwas älter. Also ich denke nicht, dass wir uns da Sorgen machen müssen. Ihr denkt euch jetzt, hä? Was willst du mit diesem Drink Hong? Okay. Ich weiß nicht, ob es bei euch Press and Books gibt oder ob das ein Münchner Ding ist, aber da habe ich gearbeitet.
nach dem Studium, bevor ich einen Job hatte, habe ich dort aushilfsweise 3 Monate gearbeitet. Kümmert euch um einen Job, bevor euer Studium zu Ende ist, Leute, nicht erst danach, so wie ich. Und ja, offensichtlich habe ich dort die ganzen Energy Drinks von denen getrunken. Außer den hier, der ist neu. Seitdem ich dort aufgehört habe, vor 4, 4,5 Jahren, haben die den neu rausgebracht. Und der klingt eigentlich anders krass. Blueberry Coconut, das klingt einfach heftig eigentlich. Und die waren echt nicht schlecht eigentlich. Schmeckt solide, schmeckt gut. Sehr interessant. Oh. Ich fand alle von den Energy Drinks nicht schlecht. Special des Hauses habe ich mir mal gegönnt. Kann man machen. Gib mir mal bei mir und Special Coffee, Mann. Aber das ist nicht Kaffee, oder? Okay, der haut schon rein, Mann. Der ist heftig. Der ist heftig. Oh mein Gott, was ist das für ein Brot, Digga? Richtig schön warm, richtig schön knusprig. Jetzt muss nur noch die Füllung geil sein. Oh mein Gott. Nee, ich glaube, das ist das beste Bang-Me, was ich jemals hatte. Auch besser als das von Chong, das XL Bang-Me, was wir gemacht haben. Digga, krank. Ich glaube, gerade viel voll jetzt geworden, also. Ich kann schon verstehen. Das Bang-Me war okay. Das Brot war geil, richtig geil. Füllung hatte ich schon besser. Also wenn man das Brot nimmt und eine andere Füllung, dann wäre das, glaube ich, das beste Bang-Me. Aber Füllung war trotzdem okay. So, ich glaube, der Bierpunkttisch ist angekommen. Ich baue den mal schnell auf und dann gebe ich den anderen Bescheid. Ho, ho, ho. Die roten Becher, wie aus den College-Filmen. Oh, und blaue Becher. Oh, krass. Junge, richtig geil. Richtig College, Alter. Mein Gott, der Tisch ist kaputt, Mann. Anders schlechte Qualität. Mein Gott, ey. Behälter, okay, die stellt man so auf den Tisch, damit die Becher nicht rumfliegen. Okay, okay. Es geht ab. Das klingt nicht so motiviert. Was? Nicht so motiviert, nicht so voller Energie klingt das. Doch, doch, ich bin nur... Alter, ich habe seit Theresien Grill echt... Magenprobleme, das ist echt merkwürdig. Ich hatte auch ein paar Tage, aber ich habe mich gut erholt. Ja, ich war ganz normal schießen. Es fühlt sich an wie nach einer Geburt und dann noch mit Haus des Geldes. Weiter, Hong. Heute war ich leidend für mich. Wir sehen uns. Okay. Sehr gut, weiter so machen. Sehr gut. Ade, ciao. Noch ist da nichts drin. Aber wir haben ja auch noch White Columbia. Morgen müsste auch die Bestellung kommen von den restlichen, also die 3 Sorten, die ich davor noch nicht probiert hatte und dann kann man das ein bisschen mischen, das haben wir noch vom Baustein Geburtstag, hat Dragon, glaube ich, mitgebracht. Also Freitag ein bisschen Bierpong, ein bisschen trinken, ein bisschen testen. Das war's von mir, Leute, und schaut, wie smooth ich bin, Alter. Meiner Gesichtspflege, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin, Alter, Leute, in, oder Krypto allgemein. DFI, Cashflow generieren, Hauptsache ihr generiert Cashflow, Alter. Zins ist Zins, hier ist Business und ciao.